Hey ho, meine Lieben, kleines Kurzvideo. Es gibt mal wieder Bacon Frühlingsrollen oder im Bacon eingewickelte Frühlingsrollen in der Pfalz. Ja, und wir sind wieder hier bei Manfred und Doris. Hallo Doris. Hi. Du versuchst hier schon anzufangen? Ja, natürlich. Warte, Moment. Ich übergebe jetzt. An Manu. Genau. Es ist schon etwas später. Naja. Aber wir machen jetzt noch ein kleines Bacon. Frühlingsrollen-Video. Also man merkt es wirklich, dass es schon später ist. Frühlingsrollen im Bacon-Mantel. Genau. So. Eine. So. Dann brauchen wir vier. Nein. Warte doch mal. Nehmen wir eine rum. So, die müssen ja nicht zu 100%ig voll eingewickelt sein. So. Dann legt man hier die nächste Scheibe an. So. So. Und fertig. Mehr muss da gar nicht gewickelt werden. Das reicht vollkommen. Eine Version, wie du es machen würdest. Wie ich es in deinem Video schon gesehen habe. So? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Soll ich dir auch die Nummer sagen? Weißt du, wie lange das her ist mit den Videos? Ja. Das weiß doch ich nicht mehr. Ja. Ich habe mir es heute angeschaut. Dieser halb und dester wegen. Da hast du nicht noch da außenrum gewickelt. Ja, das ist die andere Möglichkeit. Hast du nur so gemacht, deshalb... Ja, kann man natürlich auch machen. Aber das Video kannst du mir ja heute Abend nochmal zeigen. Ja, kein Thema. Ja, so kann man es auch machen. Und die anderen machen wir so, wie du es uns gezeigt hast. Egal, mach wie du möchtest. Tja, die Möglichkeiten zum Wickeln einer Frühlingsrolle sind uferlos und unbegrenzt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind sie fertig. Jo, es sieht gut aus. Ja. Dann können wir ja rausgehen. Ja. Gut, machen wir das. Hä? Ja. Hat es gar nicht aufgenommen die ganze Zeit. Also nochmal, ich habe die Frühlingsrollen draufgewuchtet, die Kamera hat nicht aufgenommen und nebenbei hat das Manne auf die Seite noch eine Räucherbox rein. Dass es ein bisschen mitgeräuchert wird. Und so lassen wir die Frühlingsrollen jetzt hier drauf liegen, bis sie fertig sind. Genau. Klappe zu, Affe tot. So, jetzt werden die ein bisschen umgedreht. Oh, sieht sehr schön aus. So, jetzt sind sie fertig. Hoffe ich. Hoffen wir es doch. Eine Verkostung machen wir drinnen, ja? Ja, du im Esszimmer. Und dann schalten wir wieder ein. So sieht man sie im Licht besser. Sehen die schön aus. Dann schnappen wir uns mal hier eine aus der goldenen Mitte. Heute habe ich sogar die Brille auf zum Essen. Tja, sehen wir mal durchaus. Und ab in den Hals. Die Frühlingsrollen sind gut. Die schmecken besser als bei uns. Verdammt. Geil. So, meine Lieben, dann machen wir noch so ein kleines Freihandfazit. Also, ich habe die Verpackung mir gerade noch angeschaut. Es waren irgendwie Kulinär, stand da drauf. Frühlingsrollen. Kannte ich bis dato noch nicht, diese Marke.
Und ich muss sagen, diese Frühlingsrollen sind bis jetzt die würzigsten, was ich gegessen habe. Aber, ja doch, die waren lecker. Auch von der Füllung her. Ja, die waren sehr lecker, ja. Und mit dem Bacon drumherum ist es sowieso immer wieder hervorragend. Richtig lecker gewesen, ja. Ja. Kann man natürlich auch im Backofen machen, für die Leute, wo keine Grillmöglichkeit haben. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Ja. Ja. Könnte warm werden da drin. Ja, das war es auf alle Fälle jetzt mit dem heutigen, kurzen, schnellen Video. In dem Sinne, wenn es trotzdem gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo und wir sehen uns im nächsten Video, was wahrscheinlich mindestens ein Zweiteiler werden wird. Es wird viel Arbeit morgen. Ja. Also Leute, wir sehen uns. Ciao, Ikowski. Tschüss. Tschüss. So Leute, noch ein klitzekleiner Nachtrag zu gestern. Wir haben das Video nochmal angeguckt. Doris meinte 3,55, sie schaut gerade noch. Das waren die Frühlingsrollen, das ist die Verpackung. Und also ich habe mich ganz gewaltig getäuscht. Kulinär, ja. Waren die letzten auch. Aber die hier sind mittlerweile wesentlich würziger. Ich habe auch in dem Video damals die Baconscheiben wirklich mit ein bisschen Gewürz drauf. Damals war es noch nötig. Also dieses Mal wäre es wirklich zu viel gewesen. Und ja, auch mit den Baconscheiben drei Stück nebeneinander hat sie recht gehabt. Kann man machen, wie man möchte. Je nachdem. Ja, dance halt noch. Ich filme euch gleich. Ha, ja, also das wollte ich halt noch euch schnell verklickern. So, und jetzt gehen wir ins nächste Video. Wir sehen uns. Tschaikowski.